So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Obwohl, wenn ihr die zwei letzten Folgen gesehen habt, wisst ihr ja eigentlich, um was es geht. Wir haben Pizza, aber nicht nur irgendeine Pizza. Wir haben Pizza aus dem Netto und die ist so besonders. Guckt euch das nochmal an hier. Wir haben nämlich zum einen diese Tomatenpizza aus dem Netto, ja. One, two, Tomato. Die haben wir in der ersten Folge vorgestern getestet. Mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch aus einem Tomatenboden, mit Tomatenmark, marinierten, halbgetrockneten Tomaten, belegt mit Zwiebeln und Tomaten. Also wie Nudeln mit Tomatensoße, nur dass die Nudeln noch gefehlt haben, fand ich gut, war vegan, kann ich euch empfehlen. Probier das mal. Netto, gestern hatten wir diese Blumenkohlpizza, ne? Und da habe ich mich erst gewundert, bis ich mich belesen habe. Hier steht ja Chicken, Peppers, Blumenkohl, Base. Und dann in der Beschreibung extra nochmal: Boden mit Blumenkohl und Kurkuma, belegt mit gegrillter Paprika, Blumenkohl, Mozzarella und gebratener Hähnchenbrust. Deswegen war die auch nicht vegan. Und die war richtig lecker, die war so schön würzig durch das Kurkuma im Boden gewürzt. Deswegen war die auch so gelb-orange. Blumenkohl war dabei, Hähnchenbrust, richtig gut. Ich kam mir vor wie beim Inder, aber eine ist noch übrig und das ist heute die rote Beete Pizza. Be smart, be a beetroot, a beetroot, a beetroot. 34% Gemüse, 100% Geschmack, 100% different, anders. Und um es gleich vorweg zu sagen, da ist dabei nämlich Ham, Beetroot, Kale und Base. Und da steht: Pizzaboden mit rote Beete Püree, belegt mit Grünkohl, Emmentaler, gekochten Schinken und Schwarzwälder Schinken, tiefgefroren. Also rote Beete Schinkenpizza. So sieht das nochmal aus. Fürs Thumbnail muss man das ja reinhalten und stillhalten, dass ich da ein Bild machen kann. Die packt man jetzt auch wieder aus. Und für euch sind das drei Folgen an 3 Tagen. Für mich ist das dreimal hintereinander den Ofen anhaben, anlassen. Die zweite ist schwarz geworden. Jetzt bin ich hier, jetzt achte ich drauf. Oh mein Gott, guckt euch die an. So viel Grünkohl. Die packt man jetzt wieder aus. Hauen sie in den Ofen. Diesmal wird sie nicht schwarz, diesmal wird sie grün. Werden die dann probieren und ich bin mal gespannt. Die gestern hat mir auf jeden Fall richtig gut geschmeckt. Die erste war auch lecker, aber gestern, die hat mich noch mal richtig positiv überrascht. Und ihr seht auch hier direkt den Boden, denn der Boden ist einfach rot. Ein rote Beete Boden. Guckt euch das an. Na gut, jetzt sieht es gar nicht mehr. Guckt euch nur den Rand hier an. Das eine rote Beete Schinken Pizza. Vielleicht sollte ich das auch aufs Thumbnail machen. Keine Ahnung. Thumbnail. Wir machen den Ofen. Den immer noch heißen Ofen einmal auf, Pizza rein, einmal zu, weiter ging's nicht und melden uns zurück, wenn die fertig ist und probieren die. Und dann habe ich 3 Stück gegessen und bis gleich. So, wir sind angekommen bei Teil 3 und das ist auch fertig und ihr seht schon, wie die dampft. Wir setzen uns auch mal hin, gucken noch mal den Rand ab. Ich muss sagen, hier war es jetzt deutlich schwerer rauszukriegen, wann die fertig ist. Denn nicht nur das Licht im Ofen ist kaputt. Die hat auch einfach nur einen dunklen roten Rand gehabt von Anfang an und man hat einfach keine Veränderung am Rand gesehen. Dann ist sie an sich sowieso dunkel und so grün und belegt und die sieht irgendwie total schleimig aus und lapprig. Ich weiß überhaupt nicht, was damit ist. Und obwohl ich erst dachte, der Schinken ist doch richtig genial. Zwei Sorten Schinken drauf, Kochschinken und Schwarzwälder Schinken. Ist der Schinken, glaube ich, das, wovor ich mich momentan ekel. Denn jetzt, wo es fertig ist, das riecht irgendwie richtig unangenehm. Ich weiß nicht. Rote Beete, Grünkohl, Schinken, diese ganze Kombination. Aber egal. Kann ja sein, es schmeckt, aber es riecht halt komisch. Deswegen denke ich, mein Favorit ist immer noch die Nummer 2. Wir werden uns jetzt aber gleich damit befassen. Ich lasse das nur ganz kurz noch ein bisschen abkühlen.
Wir gucken nochmal drauf. Vielleicht kriegt man noch eine schöne Aufnahme hin. Hier ist der Nebel vorbeigestiegen. Das ist doch lecker, oder? Vielleicht fürs Thumbnail. Hardy kommt auch schon. Guckt sich das Ganze mal an. Tja, Adi, du hast die ersten zwei jetzt verpasst, du alte Schlafmütze. Und da ist die dritte. Was sagst du dazu? Sieht das gut aus? Kein Interesse, er geht einfach weiter. Das sagt schon alles. Wir probieren aber jetzt die Beetroot-Pizza. Be smart, be a Beetroot. Warum nicht? Gibt's, wie gesagt, auch im Netto. Könnt ihr euch mal holen. Und ich hätte gern ein Stück mit. Wir nehmen mal hier drüben das, weil da ist vorne direkt auch gleich Schinken drauf. Die andere, da war nur Grünkohl vorne drauf. Guckt euch das an. Sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus, wenn man das so hat. Erinnert nicht an eine Pizza, erinnert irgendwie an was. An Auswurf oder an irgendeine Gummimatte, wo jemand drauf gekotzt hat, ja. Wir probieren jetzt einfach mal. Es ist ein auf jeden Fall roter Boden. Ein richtig beetroter Boden. Rotbeetiger. Was labert der? Wir beißen einmal rein und dann. Also der Grünkohl, du merkst richtig beim Essen den Grünkohl, wenn du da drauf rumkaust. Normal beißt du in eine Pizza, merkst viel Boden und ein bisschen was an Belag. Jetzt beißt du da rein und denkst, du hast einen Rosenkohl im Mund, wo du einfach nur auf dem Kraut rumbeißt die ganze Zeit und ansonsten nichts Knuspriges hast. Dann hat es auch sofort irgendwie einen extrem süßlichen Geschmack gehabt. Obwohl rote Beete ja eigentlich dann eher etwas säuerlich sein müsste, dachte ich. Ja. Adi Randalier. Vielleicht ist es auch nicht süß, vielleicht soll das salzig sein. Der Ramses kann nicht mal süß und salzig unterscheiden. Der Schinken kommt auf jeden Fall leicht durch, aber irgendwie. Ist mir der Schinken nicht präsent genug? Ich hätte gern mehr von diesem Schinkengeschmack. Irgendwie wird das alles von dem Grünkohl überdeckt, was mich wundert, da es ja die rote Beete-Pizza ist. Aber eigentlich müsste man danach sagen, es ist die Grünkohl-Pizza, weil so viel Grünkohl drauf ist und es so präsent ist im Geschmack. Ihr merkt kaum Schinken, ihr merkt die rote Beete vielleicht süßlich im Hintergrund, obwohl die ja eigentlich Essig. Ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mal ein anderes Geschmackserlebnis, aber ich glaube, die zweite ist immer noch die beste. Die würde ich vielleicht sogar auf Platz 3 nehmen. Die belegt den letzten Platz. Die ist einfach zu eigen, zu strange. Dann die Tomatenpizza und auf Platz 1 die Blumenkohl-Hähnchenpizza mit Kurkuma. Aber ich kann mich daran nicht gewöhnen. Du beißt rein und denkst, okay, vielleicht von Happen zu Happen wird es besser. Aber direkt rein, beim Reinbeißen, dieses extrem Süßliche, was sich da breit macht, wie bei Süßkartoffeln, als wäre der Boden aus Süßkartoffeln. Und damit rechnest du nicht. Und das ist wie jedes Mal wieder so, es ist jetzt, beim nächsten Biss ist es anders, okay? Aber es ist nicht anders, es kommt immer wieder. Und es stört mich irgendwie, dieses Süßliche stört mich komplett. Und auch dieses auf diesem blättrigen Grünkohl die ganze Zeit rumzukauen, da merke ich gar nicht, dass ich überhaupt Pizza esse. Bei den anderen beiden habe ich wenigstens ein. Es war wie Pizza, okay. Aber das irgendwie nicht, keine Ahnung. Und es bleibt süß und der Boden bleibt komisch dunkel, grau und. Kann man mal machen, kann man mal probieren, okay. Ich würde es aber nicht nochmal kaufen. Wenn ihr sie kaufen wollt, wie gesagt, geht mal in Netto und guckt mal, ob es sie noch gibt. Be smart, be a beetroot, ne? A beetroot. Rote Beete Pizza aus dem Netto mit Grünkohl, mit zweimal Schinken drauf. Das war's von meiner Seite aus.
Leider etwas enttäuscht, aber trotzdem 2 von 3 ist eine gute Sache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mann, ist das süß.